Salvete omnes qui linguam latinam discere in animo abetis. Ich begrüße Sie zum achten Teil unseres Videolektürekurses. Der heutige Text ist etwas anspruchsvoll. Wir werden heute und in den nächsten zwei Sitzungen uns mit lateinischer Philosophie beschäftigen, soweit es so etwas gibt. Und der heutige Text stammt von Marcus Tullius Cicero. Ein ganz kurzes Wort zu diesem Autor. Cicero ist gemeinsam mit Caesar als diejenige Person zu nennen, die massiv die lateinische Kunstprosa geprägt hat. Über Caesar sprachen wir im letzten Teil. Cicero, wie er mitteleuropäisch normalerweise ausgesprochen wird, klassisch lateinisch Cicero, war ein primär bedeutsamer Redner, Zeitgenosse des Julius Caesar, der sich auch als Politiker engagiert hat, der auch das höchste Amt im Staat, nämlich das Konsulat, bekleidet hat und der sich in Zeiten seines politischen Rückzugs sehr intensiv der griechischen Philosophie gewidmet hat und diese in die lateinische Sprache gebracht hat. Cicero war kein bedeutsamer Philosoph in dem Sinn, dass er selbst originelle Gedankengebäude konstruiert hätte. Cicero war ein bedeutender Vermittler der griechischen Philosophie an die lateinischsprachige Welt. Und diese seine Rolle ist ideengeschichtlich von allerextremster Bedeutung, gerade deshalb, weil das ganze Mittelalter hindurch die griechische Philosophie den Westeuropäern primär durch die Vermittlung des lateinischen Textes von Cicero bekannt war. Die Kenntnis der griechischen Sprache ist massiv zurückgegangen in Westeuropa und im Mittelalter hat man es, wenn Sie so wollen, von Platon oder gar von den Vorsokratikern primär über zwei Autoren etwas gewusst, über einen heute kaum mehr bekannten Boethius, einen spätantiken lateinischen Philosophen, und über Cicero. Der Text, den wir heute lesen, stammt aus dem Werk De Natura Deorum, das heißt über das Wesen der Götter. Es geht aber dabei nicht nur um Theologie im strengeren Sinn, sondern es ist allgemein ein, in gewisser Weise auch ein kosmologisches Werk, in dem sehr vieles, was wir der Metaphysik heute zuschreiben würden, besprochen wird und sehr vieles rezipiert wird, was in der griechischen Philosophie zu diesem Thema, vor allem bei den vorsokratischen Philosophen, gesagt wurde. Der Text ist durchaus sprachlich etwas anspruchsvoll. Es geht um die Schwerkraft, von der als Kraft im newtonschen Sinn die Antike natürlich nichts wusste, geschweige denn von der relativistischen Erklärung der Schwerkraft als eben gar keiner Kraft, sondern einer Krümmung der Raumzeit durch die Masse eines Objekts. Das sind alles Dinge, die der antiken Philosophie und Wissenschaft nicht zugänglich waren. Dennoch hatte man sehr abstrakte Erklärungsmodelle, unter anderem eben dieses, das, wie wir in diesem Text sehen werden, es in dem Universum eine Kraft gibt, die immer zur Mitte strebt und die das Universum gewissermaßen zusammenhält. Und dieses sei auch Grund für die Kugelform und dieses sei auch Grund für die gravitationalen Phänomene, die wir auf der Erde beobachten. Natürlich ist dieser Text als naturwissenschaftlicher Text aus heutiger Sicht lächerlich und absurd, aber geistesgeschichtlich ist er von großem Interesse und Sie werden auch bei dem folgenden Text, den wir im Teil 9 ist es wohl dann, machen werden, sehen, dass erstaunlich vieles in der antiken Philosophie, wenn man es genau betrachtet, sehr stark erinnert an hinduistische Ideen, an dass sehr vieles an der griechischen Philosophie stark erinnert an
upanishadische Traditionen im hinduistischen Raum, Vorstellungen von der Ganzheit der Welt, vom Zusammenhang aller Dinge miteinander, die Idee, dass die einzelne Seele in Wirklichkeit nichts anderes sei als ein Funke der, sagen wir, Weltseele. Solche Vorstellungen sind in der griechisch-römischen Philosophie sehr ähnlich zu den Vorstellungen des fernen Ostens auch präsent, und sie kommen in letzter Folge, wird das kein Zufall sein, entwickelt aus der gleichen Grundreligion. Denn vergessen Sie nicht, die alten Römer, genauso wie die alten Griechen, hatten eine polytheistische Religion, die der des Hinduismus sehr stark ähnelt. In gewisser Weise ist die hinduistische Religion die letzte indoeuropäische polytheistische Religion, die noch praktiziert wird. Daneben gab es aber natürlich die griechische, die germanische, die keltische und die römische Variante davon. Aber im Kern haben die alle sehr viel miteinander zu tun. Und was besonders interessant daran ist, ist, es ist immer ein System, das das eine, die Ganzheit, als Vielheit, die erlebbar ist, erklärt. Das sind dann auch eben die vielen Götter, die natürlich nicht identisch sind mit dem Plural von dem, was der biblische Gott ist, sondern die Götter sind auch in der Welt und nicht die Schöpfer der Welt. Also, wenn Sie so wollen, das Terrain, das spirituelle Terrain, auf dem die griechische und die römische Philosophie gewachsen ist, ist sehr ähnlich und eng verwandt mit dem des indischen Raumes, und daher finden wir diese großen Ähnlichkeiten und ähnliche, so sehr stark ähnliche Gedankenkonstrukte wieder, ohne dass es eine unmittelbare Beeinflussung gegeben hätte. Die gab es zwar in späterer Zeit teilweise auch, es gab durchaus Kontakte, denken Sie an Alexander den Großen, mit der indischen Welt, die gab es sehr wohl, aber eine unmittelbare Beeinflussung griechischer Philosophie durch die Upanishaden oder umgekehrt scheint mir etwas vermessen zu sein, das anzunehmen. Aber sie kommen aus einem ähnlichen spirituellen Umfeld und daher ihre Ähnlichkeit. Das als Einleitung nicht nur zum heutigen Text, sondern auch zu dem Text, den wir uns das nächste Mal ansehen werden. Aber damit, without further ado, wollen wir einfach loslegen. Wir sind in De Natura Deorum, zweites Buch, 115 bis 116. Sie finden den Text im Florilegium Latinum. Wie immer, den Link gibt es im Vorlesungsverzeichnis, aber der Text wird sowieso natürlich in der Beschreibung unter dem Video stehen. Und wie immer, für Neueinsteiger das Ganze in drei Teilen. Ich werde zuerst den Text lesen, dann machen wir Stopp. Dann denken Sie über den Text nach, falls Sie etwas schon verstanden haben. Dann kommt der wichtige zweite Teil, wo ich den Text noch einmal vorlese und Grammatik erkläre. Dann kommt wieder Stopp. Dann sollten Sie den Text allein übersetzen und dann erst wieder das Video weiterfahren, wenn ich Ihnen im dritten Teil die endgültige, vollständige Übersetzung biete. Wie gesagt, das Ganze ist diesmal etwas anspruchsvoll, allein schon aufgrund seines Themas, aber auch aufgrund seiner Sprache, denn Marcus Tullius Cicero, der größte lateinische Redner vermutlich schlechthin, ist ein großer Sprachkünstler, und Sie werden bestimmt Ihre Mühe mit diesem Text haben. Aber Training besteht immer darin, sich zu fordern und nicht zu einfache Dinge zu wiederholen. Also, stabilis est mundus atque quaeret. Omnes enim partes eius, undique medium locum capescentes, nituntur aequaliter. Maxime autem corpora inter se juncta permanent, cum quasi quodam vinculo circumdato colligantur. Quod facit ea natura, quae per omne mundum, omnia mente et ratione conficiens, funditur et ad medium rapid extrema. Quo circa, si mundus globosus est,
obeamque causam omnes eius partes inter se continentur, contingere idem terrae necesse est. Ut omnibus eius partibus in medium vergentibus nihil sit, quo labefactari possit tanta contentio gravitatis et ponderum. Ea ademque ratione, mare, cum supra terram sit, medium tamen terrae locum expetens, conglobatur undique aequabiliter, neque redundat unquam, neque effunditur. So, diesmal haben Sie wahrscheinlich beim Zuhören am wenigsten verstanden, könnt ihr mir vorstellen. Auf der anderen Seite sind auch ganz einfache Sätze dabei wie Stabilis est mundus. Schauen wir es uns einmal an. Stabilis est mundus atque quaeret. Stabilis heißt genau das, was Sie vermuten. Mundus, wichtig, immer das muss man immer dazu sagen, im klassischen Latein heißt Mundus nicht die Welt im Sinne von unser Planet, sondern immer der Kosmos, das Universum. Coaerere, haerere heißt hängen. Coaerere heißt zusammenhängen. Sie kennen das Wort kohärent, zusammenhängen. Coaeret, coaeret. E-Konjugation. Auf zum nächsten Satz. Omnes enim partes eius undique medium locum capescentes. Wir haben hier ein weit gespanntes Participium Conjunctum, das mit partes verbunden ist. Das Subjekt des Satzes sind die omnes partes. Und zwar, es geht ums Weltall, omnes partes eius. Ja? Diese partes, diese Teile des Universums, die tun etwas, indem sie etwas anderes tun. Und das, indem sie etwas tun, steht in Form eines Partizips da. Mit den partes ist übereingestimmt, undique medium locum capescentes, capescentes, capessere heißt ergreifen wollen, anstreben, ergreifen wollen, anstreben. Capescens heißt also anstrebend, ergreifen wollend. Capescentes ist der Plural davon, Partizipium präsens konjugiert ja nach der konsonantischen Deklination. Also haben wir hier Teile des Universums, capescentes Teile des Universums, anstrebende Teile, ergreifen wollende Teile, und zwar undique, da schauen Sie bitte selber nach, medium locum ergreifen wollende Teile. Wir haben Teile des Universums, den medium locum ergreifen wollende, und was tun diese den medium locum ergreifen wollenden Teile? Sie nituntur aequaliter. Nitor ist ein Deponens und heißt sich neigen, eine Neigung haben. Sie neigen aequaliter. Sie haben eine Ausrichtung, und zwar aequaliter. Aequalis, französisch egal, heißt gleich. Die Endung iter ist eine Adverbialendung. Es geht offensichtlich um Zusammenhalt. Ja? Es geht um den Zusammenhalt der Teile des Universums, der dadurch besteht, dass alles nach der Mitte strebt. Natürlich ist die Idee der Mitte des Universums dem mechanischen, ptolemäischen Weltbild zu verdanken, das wie ein Uhrwerk ineinander geschachtelte Sphärenschalen hat. Eine Vorstellung, die für unser modernes Bild des Universums absurd ist. Ja? Aber in diesem ptolemäischen Weltbild, das letztlich schon von Aristoteles herkommt, in der Mitte die Erde, drumherum die Himmelskörper, außenrum die Sterne und das Ganze ist eine perfekte Kugel, in diesem Art ineinander geschachtelten Schalenuniversum macht es Sinn, von einer Mitte zu reden. Jetzt geht es um die im nächsten Satz geht es um die einzelnen Körper, um die Objekte, die es in diesem Universum gibt. Und diese Corpora, maxime autem corpora inter se juncta permanent cum. Es geht um die Frage, was ist es vor allem, das den Zusammenhalt
der Körper bewirkt. Was widersetzt sich, würden wir sagen, der Entropie? Maxime corpora inter se juncta permanent. Maxime ist nur das Adverb von Maximus und heißt im höchsten Maße, ja? Am größten. Vor allem, würden wir auf Deutsch am besten sagen. Die corpora inter se juncta permanent. Wiederum letztlich ein, Gott sei Dank hier etwas kürzer gefasstes Partizipium Konjunktum. Die corpora, die juncta corpora, die verbundenen von jungere, die inter se juncta corpora, ja, permanent, sie bleiben inter se juncta, vor allem cum, cum, mit dem Konjunktiv, cum quasi quoda vinculo circumdata colligantur. Kein Konjunktiv, colligantur ist Indikativ, Fehler von mir. Cum colligantur, was heißt cum mit dem Indikativ? Wenn, wenn, im Sinn von iteriertes Wenn, immer dann Wenn, temporales Wenn. Wenn Sie, oder man könnte es auch übersetzen mit indem Sie diese Teile, diese Körper, indem Sie colligantur, colligare, von ligare binden, colligare zusammenbinden, indem Sie colligantur, dritte Person, passiv, genau. Und zwar werden sie kolligiert, quasi, gleichsam, sozusagen, quodam vinculo circumdato. Ein vinculum ist eine Fessel, circumdare heißt umgeben. Quodam ist eine Form von quidam, quaedam, quoddam. Also sie colligantur, sie werden kolligiert, wodurch? Das ist dieser lange Ablativ quodam vinculo circumdato. Nächster Satz. Quod facit ea natura quae. Quod ist ein relativer Anschluss, das heißt wir haben zwar ein Relativpronomen, aber im Deutschen würde man an dieser Stelle einfach nur das Demonstrativum sagen. Das würden wir einfach sagen für quod, das, ganz einfach, facit ea natura. Das, natura, hier im Sinn von Wesenheit, wir haben schon mal darüber geredet, natura heißt auf Latein nicht die Natur im Sinn von Wald und Wiese, sondern die Wesenheit, der Charakter, die Eigenschaft. Was bewirkt das, diesen Zusammenhalt, diese Tatsache, dass die Körper zusammengebunden sind, die Tatsache, dass die Teile zur Mitte streben. Was macht das? Das macht als Subjekt ea natura. Dies bewirkt diejenige Wesenheit, sagen wir hier ganz abstrakt. Hier ist nicht von einem personalen Gott die Rede. Hier ist die Rede von einer Wesenheit, von einer Eigenschaft, ja? Von einer ja, Wesenheit. Eine Wesenheit quae, die per omnem mundum, jetzt kommt ein Gedankenstrich, lassen wir mal den Gedankenstrich weg, funditur. Eine Wesenheit, die per omnem mundum, fundere heißt ausgießen, die per omnem mundum, ich glaube das haben Sie, funditur ausgegossen wird, sich ergießt. Eine Wesenheit, die sich durch das gesamte Weltall ausgießt. Durch das ganze Weltall ausgegossen ist, könnte man auch sagen. Und zwar eine Wesenheit, und wieder haben wir eine Partizipialkonstruktion, das steht zwischen den Gedankenstrichen. Eine Wesenheit omnia mente et ratione conficiens. Eine natura omnia conficiens. Conficere heißt fertigstellen, erzeugen. Also eine Wesenheit, alles erzeugend, mente et ratione, durch Geist und Verstand. Es geht hier um eine nicht persönliche Idee eines Bewusstseins, eines geistigen Prinzips, das das gesamte Universum durchdringt und alles erzeugt, was existiert.
Omnia mente et ratione conficiens. Alles durch Geist und Verstand, Logos, wie man mit dem Johannesevangelium sagen könnte, erzeugt. Aber nicht nur das. Eine Natura, eine Wesenheit, die durch das ganze Weltall sich ergießt, et ad medium rapid extrema. Extrema ist Neotron Plural, könnte Nominativ oder Akkusativ sein. Es ist der Akkusativ des Objekts. Was tut diese Wesenheit, die sich durch das ganze Universum ergießt und die die Ursache von allem ist, durch ihre geistige, bewusste Präsenz? Ad medium rapid rappere, reißen, ad medium rapid extrema. Das Äußerste, die äußersten Dinge, reißt es ad medium in die Mitte hin. Es zieht das Ferne in die Mitte. Es zieht das Äußerste, die Extrema, den äußeren Rand hin zum Zentrum. Das tut offensichtlich eine Wesenheit, die das Universum durchdringt, durch ihr Bewusstsein, durch ihren Geist. Mente. Starker Tobak. Quo circa si mundus globosus est, ob eamque causam omnes eius partes inter se continentur, contingere idem terra in ecce est. Mal bis hierher. Quo circa, deshalb. Si mundus globosus est. Nicht, das heißt nicht, wenn die Welt kugelförmig ist, sondern wenn das Weltall kugelförmig ist. Ganz wichtig. Wenn das Weltall also kugelförmig ist, warum zwingend? Weil alles zur Mitte strebt. Ja, das ist, wenn das Weltall kugelförmig ist und wir müssen uns sagen, wegen des ob eam quae. Und aus diesem Grund, ob eam causam, omnes eius partes inter se continentur, wenn das Weltall kugelförmig ist und aus demselben Grund, omnes eius partes, omnes partes, alle Teile, eius von Isaiah, alle dessen Teile, inter se continentur, da wird das Thema vom Anfang nochmal aufgenommen, alle seine Teile inter se, unter sich, untereinander, continentur, continere heißt zusammenhalten, continentur, passiv, ja, wenn das so ist, mit dem Weltall, dass es durch diesen Zusammenhalt und durch dieses zur Mitte streben kugelförmig ist, dann muss das auch mit der Erde so sein. Jetzt geht es um die Erde. Dann contingere idem terra in necesse est. Dann necesse est, ist es notwendig und davon ist ein ACI abhängig. Contingere idem terrae. Das idem, von idem ea dem idem, das geht so wie is ea id, mit einem dem hinten dran und heißt derselbe, dieselbe, dasselbe. Dann ist es notwendig, dass dasselbe auch füge ich hinzu, terrae, Dativ, wem der Erde contingere widerfährt. Dann muss dasselbe auch der Erde widerfahren. Ut, nämlich das, omnibus eius partibus in medium vergentibus, das ist ein riesiger Ablativus absolutus, ut nihil sit. Dann ist es notwendig, dass dasselbe der Erde widerfährt, sodass es nihil sit, sodass es nichts gibt. Sit, Konjunktiv, Präsens von esse. Was heißt nun dieser Ablativus Absolutus? Omnibus eius partibus in medium vergentibus. Die Idee haben wir jetzt schon gehört. Hier ist es nur anders nochmal formuliert. Vergere heißt sich neigen, ja, sich wohin drehen. Divergent, wenn man sich auseinander neigt. Divergent, vergere in medium, der Mitte zuneigen. Omnibus eius partibus. Omnibus partibus ist das Hauptwort des Ablativus Absolutus. Vergentibus, sich neigend in Medium, zum Zentrum zu. Dann ist es notwendig, dass der Erde dasselbe widerfährt, nämlich das,
Und jetzt machen wir den Nebensatz aus dem Ablativus Absolutus, das weil, vielleicht am besten, weil alle seine Teile sich ja dem Zentrum zuneigen, es nichts gibt, nil sit, quo labefactari possit, quo, Ablativ von qui quae quod, wodurch Subjekt ist tanta contentio, der so große Zusammenhalt, dass es nichts gibt, wodurch der so große Zusammenhalt possit labefactari. Passiver Infinitiv. Und was ist es für ein Zusammenhalt? Die Contentio, der Zusammenhalt Gravitatis et Ponderum. Es ist der Zusammenhalt der Schwere und der Gewichte. Eademque ratione. Wiederum dieses Wort idem, eadem, idem. Hier im Ablativ. Und aus demselben Grund. Oder und nach demselben Prinzip. Ratio ist ein sehr schwer, sehr abstraktes Wort. Kann viele Dinge heißen. Struktur, Matrix, Tabelle, Berechnung, Verstand, Vernunft und so weiter. Und nach demselben Modell oder so könnte man auch sagen, ja, nach demselben Prinzip. Mare, das Meer. Cum supra terram sit. Medium tamen terrae locum expedens conglobatur. Aus demselben Grund conglobatur mare. Die Frage war, wieso das Meer nicht überschwappt. Das war eine viel diskutierte Frage in der antiken Naturphilosophie. Warum das Meer nicht, warum das Meer in seinem Becken bleibt. Ja? Warum? Aus demselben Grund, weil es in Wirklichkeit der Mitte zustrebt und deswegen die Form der Erde übernimmt. Und zwar der Gedanke des Zentrismus, nennen wir es so, dieser Tendenz aller Dinge zum Zentrum sich hinzuneigen, das ist hier wiederum aufgenommen und formuliert mit Medium terrae locum expetens. Wieder eine Partizipialkonstruktion. Expetere. Anstreben, Kompositum von Bettere, das Meer, cum supra terram sit, das ist einfach, oder? Aber dennoch, obwohl es auf der Erde ist, medium terrae locum expedens, dennoch das Zentrum der Erde, den mittleren Ort der Erde, sagen wir einfach das Zentrum der Erde, das Erdzentrum, auf Deutsch könnte man da ein schönes Wort bilden, dennoch das Erdzentrum anstrebend, indem es das tut, conglobatur, kommt es ja ebenfalls in Kugelform. Und zwar undique. Undique. Unde heißt woher? Undique heißt alle wohers, also von allen Seiten her. Und das Ganze aequabiliter, gleichmäßig. Der Meeresspiegel ist immer gleich. Das stimmt zwar nicht. Es gibt durch Strömungen sowas wie die Sargasso-See, wo der Meeresspiegel höher ist. Aber so im Großen und Ganzen ist der Meeresspiegel gleich. Ja? Und warum eben? Weil das Wasser auch zum Zentrum strebt. Neque redundat umquam neque funditur. Und hier kommt damit die Erklärung dieses für die Antike sonst unerklärlichen Phänomens. Weder noch. Weder redundat das Meer, noch umquam, umquam jemals, numquam niemals effunditur. Fundere haben wir schon gesagt, heißt gießen, effundere heißt noch deutlicher ausgießen mit der Vorsilbe e, effunditur. Gut. Ja, also der Grundgedanke, der hier mehrfach wiederkehrt, ist nicht weiter kompliziert. Die Sprache ist es schon, zumindest für den Anfänger. Stopp an dieser Stelle, halten Sie das Video an und versuchen Sie, so gut es geht, selbst eine schriftliche Übersetzung anzufertigen. Und wenn Sie sie fertig haben, vergleichen Sie sie mit meiner Übersetzung, die ich Ihnen jetzt gleich geben werde. So, und damit sind wir im dritten Teil in der Auflösung. Stabilis est mundus atque coheret. Das ist der einfachste Satz des Textes. Das Weltall ist stabil, feststehend,
und hängt zusammen. Coheiret. Omnes enim partes eius, undique medium locum capescentes, nituntur aequaliter. Denn alle seine Teile, die von überall her das Zentrum anstreben, haben die gleiche Ausrichtung. Sie neigen sich in gleicher Weise. Gute Übersetzung wäre, haben die gleiche Ausrichtung. Maxime autem corpora inter se juncta permanent, cum quasi quodam vinculo circumdato colligantur. Vor allem aber bleiben die Körper miteinander verbunden, indem sie gleichsam durch eine herumgegebene Fessel zusammengebunden werden. Quod facit ea natura, quae per omnem mundum, omnia mente tratione conficiens, funditur et ad medium rapid extrema. Dies bewirkt diejenige Wesenheit, die durch das gesamte Weltall, wobei sie durch Geist und Bewusstsein alles erzeugt, ausgegossen ist und das Äußerste zum Zentrum hin reißt. Quo circa simundus globosus est, obiamque causam omnes eius partes inter se continentur, contingere idem terrae necesse est. Ut omnibus eius partibus in medium vergentibus, nihil sit, quo labe factari possit, tanta contentio gravitatis et ponderum. Wenn daher das Weltall kugelförmig ist und aus diesem Grund alle seine Teile untereinander zusammenhalten, dann muss dasselbe auch mit der Erde geschehen. Nämlich in der Weise, dass es aufgrund der Tatsache, dass alle ihre Teile zum Zentrum hin neigen, es nichts gibt, wodurch dieser so große Zusammenhalt von Schwere und Gewichten erschüttert werden könnte. Das ist ein verdammt langer Satz. Und die Frage ist, wie geht man mit so etwas um? Ich habe das jetzt so übersetzt, wie es da steht. Und es ergibt natürlich im Deutschen, ich habe jetzt versucht zu sagen, keinen Sinn. Das stimmt natürlich nicht. Aber man muss sich schon sehr konzentrieren, um das zu verstehen. Wir neigen auf Deutsch eher nicht dazu, so lange Sätze zu bauen, außer wir heißen Immanuel Kant. Aber ansonsten tun wir das im Deutschen eher nicht. Das heißt, ein guter Übersetzer wäre wirklich dazu aufgerufen, Folgendes zu tun. Einen so langen Satz im Deutschen vielleicht in mehrere kleine Sätze zu zerlegen. Man könnte zum Beispiel bei Quo Circa anfangen und sagen, wenn also das Weltall kugelförmig ist und darum alle seine Teile untereinander zusammenhalten, muss dasselbe auch für die Erde gelten. Punkt. Und jetzt kommt der Inhalt des Ut-Satzes einfach als Hauptsatz im Deutschen. Oder man fängt nach dem Punkt neu an und sagt, in der Weise nämlich, oder als Konsequenz dessen gibt es nichts, da alle Teile der Erde zum Zentrum hinneigen, wodurch dieser gewaltige Zusammenhalt, wir reden von der Erde, erschüttert werden kann. Einfach das in zwei Teile teilen. Man kann sich dann auch noch überlegen, ob man schönere Worte findet, ob man das im Deutschen vielleicht noch klarer
mit moderneren Begriffen formulieren kann. Das ist reine Geschmackssache. Ich halte mich jetzt hier mal immer, weil wir das ja als Übung machen, so nah wie möglich am Lateinischen, damit Sie unmittelbar die lateinische, damit Sie den lateinischen Text aufgrund der Übersetzung verstehen. Aber als guter Übersetzer würde ich auch noch sehr viel am Lexikalischen arbeiten und vielleicht modernere Synonyme für das eine oder andere finden. Allein schon zum Beispiel immer dieses, der mittlere Ort der Welt, ich meine, sagt man einfach Zentrum, ne? Hier steht nicht Zentrum da, sondern der mittlere Ort. Aber Sie verstehen, die wörtliche Übersetzung ist nicht nur nicht schön, sie entspricht nicht wirklich dem, was Cicero ausdrücken wollte. Auf Deutsch würde man einfach Zentrum sagen. Und das ist natürlich dann auch gut und richtig, wenn Sie das als Übersetzer auch so machen. Ich halte mich da jetzt am Anfang noch sehr zurück, damit Sie die Übersetzung gut nachvollziehen können. Aber es ist selbstverständlich legitim, hier zu schönen. Schönen ist gar nicht der richtige Ausdruck. Medius locus ist im Latein eine völlig gängige Ausdrucksweise und Zentrum ist auf Deutsch eine völlig gängige Ausdrucksweise. Insofern ist Zentrum die bessere Übersetzung als mittlerer Ort. Ne? Aber für den Augenblick wollen wir so nah wie möglich am Lateinischen bleiben, wie es geht. So, nächster Satz ist der mit eadem curatione mare, cum supra terram sit, medium tamen terrae locum expetens conglobatur, undique aequabiliter, neque redundat umquam, neque funditur. Und aus demselben Grund wird auch das Meer in Kugelform gebracht, obwohl es auf der Erde ist, aber indem es das Zentrum der Erde anstrebt. Hier könnte man zum Beispiel einen Punkt machen. Und als zweiten Teil dann die Information von neque redundat unquam neque funditur einfügen. Und so würde man dann vielleicht den zweiten Satz einleiten. Und so oder und daher geht das Meer niemals über und wird auch niemals ausgegossen. Ja, geht das Meer und schwappt nie über oder so. Ja. Auf Latein ist das in einem Satz formuliert und das ist wiederum eine große syntaktische Last für das deutschsprachige Ohr. Ich sage es jetzt nochmal so, wie es auf Lateinisch dasteht. Das Meer und aus demselben Grund ist auch das Meer in Kugelform gebracht, indem es, obwohl es auf der Erde ist, dennoch den mittleren Ort der Erde anstrebt. Das ist im Partizipium Präsens im Lateinischen ausgedrückt. Und zu dem Konglobatur gehört noch undique aequabiliter. Das Meer wird von allen Seiten her in gleichmäßiger Form, in Kugelform gebracht. Ja? Neque redundat umquam neque funditur. Und es schwappt nicht über und es geht nicht über oder es wird nicht ausgegossen. Vergossen. Ja? Ja, so, das war ganz bestimmt nicht einfach und Sie fühlen sich möglicherweise ganz schlecht. Das sollten Sie nicht. Ich habe das am Anfang ernst gemeint. Ein gutes Training muss immer wieder auch überbeanspruchen, ja, damit was weitergeht. Wir machen jetzt ein, zwei Texte, die Sie überbeanspruchen. Und dann werde ich wieder Texte aussuchen, die Ihnen deutlich leichter fallen. Und so immer, dann machen wir einige Zeit lang leichte Texte und dann kommt wieder was Schwieriges und so pushen wir Sie langsam in die richtige Richtung. Also seien Sie nicht verzweifelt, wenn Ihnen das schwer gefallen ist. Wenn es Ihnen nicht schwer gefallen ist, sind Sie ein Sprachengenie. Glückwunsch, es freut mich für Sie. Aber wenn Sie kein Sprachengenie sind, sondern ein ganz normaler Mensch, dann muss Ihnen das wirklich schwerfallen. Also keine Frustration bitte. Versuchen Sie jetzt trotzdem mit der gegebenen Übersetzung den lateinischen Text noch einmal nachzuvollziehen. Wie gesagt, lesen Sie, wie ich in den letzten Teil immer wieder empfohlen habe, schauen Sie sich den Anfang des Videos jetzt noch einmal an
ob Sie jetzt beim Vorlesen den Text verstehen. Auf Latein, ohne zu übersetzen. Schön langsam, vielleicht machen Sie es morgen oder übermorgen, ein bisschen abliegen lassen, kann nie schaden. Aber machen Sie das auf jeden Fall als letzten Schritt dann auch noch. Gut, das war's für heute. Lassen Sie sich keine Angst machen, schon gar nicht von Latein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao a tutti.